Ja, meine Damen und Herren, ich bin froh, heute hier bei Ihnen zu sein. Im Grunde ist das ja auch eine ungewohnte Erfolgsgeschichte, denn die Ankündigung, dass die Bahn kein sicheres Verkehrsmittel mehr sei, hat sich zumindest für den heutigen Tag bei mir nicht bewahrheitet. Also von Berlin nach Stuttgart ging es. Eine Erfolgsgeschichte bis hierher. Und insofern kann ich gern die freundliche Begrüßung meines Vorredners aufgreifen. Es ist tatsächlich so, dass man sich angewöhnt hat, die Frühgeschichte Deutschlands nach 1945, insbesondere die Frühgeschichte der Bundesrepublik, bei der DDR würden wir das natürlich dann etwas abdunkeln, als erfreuliche Erfolgsgeschichte zu beschreiben, vielleicht noch mit anfänglichen kleineren Problemen, aber im Grunde sind die Stichworte gesetzt: Währungsreform, Wirtschaftswunder, Demokratisierung. Gibt es also keine Schatten in dieser Erfolgsgeschichte? Wenn wir dieses Titelbild hier uns anschauen, dann kann man eigentlich fast hinter jedem Begriff, den Sie dort verzeichnet sehen, versuchen, auch ein Fragezeichen zu setzen. Die Katastrophe war sicherlich für die meisten in Deutschland verbunden mit Kriegsniederlage, verbunden mit dem Verlust von Angehörigen, verbunden mit dem Verlust von Eigentum durch Vertreibung, durch Bombenkrieg, greifbar. Aber nicht für alle war der Untergang des Dritten Reiches, der Untergang der NS-Diktatur eine Katastrophe. Richard von Weizsäcker hat diese Ambivalenz 1985 ja sehr gut zum Ausdruck gebracht, dass 1945 für viele eine ganz schwere Zeit gewesen sei, auch verbunden mit persönlichem Leid, zugleich aber eben auch eine Befreiung. Neustart, auch hier könnte man ein Fragezeichen setzen. Die Stunde Null ist ja ein beliebter Begriff, nach wie vor ein Thema in der Zeithistorie. Aber es ist immer gern auch das Gegenteil behauptet worden. Gar keine Stunde Null oder nur eine scheinbare Stunde Null. Der Begriff der Restauration kam ja nicht nur von ganz links, von den Kommunisten, sondern es gab auch einige, vielleicht eher linker eingestellte sozialkatholische Intellektuelle, nehmen wir Eugen Kogon oder Walter Dirks, die auch in diese Richtung diskutiert haben. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, für die Frühgeschichte nach 1945 das Konflikthafte der Entwicklung sich bewusst zu machen. Ähnlich wie ja nach 1990 die deutsche Wiedervereinigung auch nicht nur eine bruchlose Erfolgsgeschichte war und infolgedessen nicht als solche erzählt werden sollte, sondern eben auch Konflikte, Beschädigungen, Verletzungen bei einigen der Betroffenen erzeugt hat. Das ist ja etwas, was jetzt in der Diskussion um viele Ostdeutsche auch wieder etwas stärker in das öffentliche Bewusstsein tritt. Schauen wir uns also einige dieser Gründungskonflikte einmal an. Das ist der Punkt Stunde Null. Natürlich, an der Oberfläche sieht vieles nach Stunde Null aus. Die Nazis sind weg, Hitler ist tot, sogar die Reichseinheit ist weg, an die man sich seit 1870/71 gewöhnt hatte. Das war für viele ein schwerer Einschnitt und deswegen war für viele der älteren Generation von 1990, angefangen bei Willy Brandt, aber auch für jemanden wie Helmut Kohl, der als Jugendlicher dieses Reich noch erlebt hat, eigentlich die Wiederanknüpfung an diese Reichseinheit auch so selbstverständlich. Aber an sich war sie weg. Vieles spricht also für eine Stunde Null und auch prominente Historiker wie der Freiburger Ulrich Herbert vertreten ja diese Auffassung, die Sie dann hier auch niedergelegt sehen. Aber wie gesagt, auch hier würde ich dieses Fragezeichen dahinter durchaus betonen. Schauen wir deswegen in aller Kürze, ich wurde ja schon daran erinnert, dass man hier nicht endlos reden soll, sondern dass es strenge Zeitbudgets gibt.
schauen wir uns einige ausgewählte Gründungskonflikte einmal an. Man kann sie vielleicht auch Konflikte der Zusammenbruchsgesellschaft nennen, aber es geht dann doch nicht nur um diesen Begriff, der einmal von einigen Kollegen meines Instituts in den 80er Jahren geprägt worden ist, sondern es geht auch um die Neugestaltung beider deutscher Nachkriegsgesellschaften und der politischen Systeme, die auf ihnen fußten. Deswegen möchte ich zunächst einmal das Thema Entnazifizierung kurz berühren, denn das ist ein Konfliktthema gewesen. Es ist nicht so, dass alle gesagt haben, ja, na klar, die Nazis müssen weg. Das war bei den Hauptkriegsverbrechern eigentlich kein Problem, die damals in Nürnberg verurteilt worden sind. Wurde bei einigen der Nürnberger Nachfolgeprobleme schon ein größeres Problem, weil man etwas weiter runterreichte als nur bei diesen rund 20 Leuten, die anfangs angeklagt waren. Und es wurde erst recht zum Problem, wenn man wirklich breite Gruppen der Bevölkerung damit konfrontieren wollte. Ein zweites Problem, und Sie sehen das ja hier quasi symbolisch auf dem Bild, das sehr konflikthaft sein konnte, ist das Thema der Zwangszuwanderer, die man damals Flüchtlinge nannte, die später vor allem Vertriebene genannt wurden und auch selber Wert darauf legten, als Vertriebene oder Heimatvertriebene angesprochen zu werden. Die meisten waren in der Tat vertrieben worden oder Opfer von Zwangsumsiedlungen nach 1945 geworden. Über die Begrifflichkeiten können wir gerne auch noch sprechen, aber das erspare ich Ihnen jetzt erst einmal in diesem Ritt durch die Thematik. Sie sehen ja hier, dass auf den Koffern und Mänteln dieser Menschen, die auf ihre Vertreibung warten, das ist ein Foto aus dem Sudetenland, Hakenkreuze gemalt worden sind. Das heißt, diese Menschen werden auch als Nazis behandelt. Vertreibung wird als Entnazifizierung gedeutet seitens der polnischen oder tschechoslowakischen Täter. Das ist auch sehr interessant. Und es gibt auch in der Aufnahmegesellschaft in Deutschland manchmal Nazi-Vorwürfe gegen diese Vertriebenen. Ihr habt doch 38 alle Hitler so stark begrüßt. Wir sind nicht die Nazis, ihr seid das. Also hier können sich bestimmte Konflikte auch verschränken. Interessant an den drei Beispielen, die ich hier gewählt habe, ausgesucht habe, ist vielleicht auch, dass es jeweils um Minderheiten in der Gesellschaft geht. Auch die Nazis, man glaubt es kaum, zumindest die in der NSDAP organisierten Nazis, waren eine gesellschaftliche Minderheit, machten etwa 10% der Bevölkerung aus. Die Vertriebenen waren eine deutlich größere Gruppe, aber eben auch eine Minderheit. In Westdeutschland etwa zum Zeitpunkt der Gründung der Bundesrepublik etwa 16%, in der DDR deutlich mehr, 24%. Und dann verschiebt sich das im Laufe der 50er Jahre, weil ein erheblicher Teil der Vertriebenen aus der DDR noch weggeht, bevor der Mauerbau das verhinderte. Und Homosexuelle, das ist klar, sind eine sehr kleine Minderheit. Man streitet sich mal darum, wie groß ist die? Vielleicht 2%, 5% der Männer könnten vielleicht in diese Gruppe hineingerechnet werden. Vielleicht ist auch auf diesem Bild ein homosexueller Mensch, ein Mann oder eine Frau dabei. Das wissen wir nicht, denn anders als die Nazis, die damals gekennzeichnet wurden, beziehungsweise die Menschen, die als Nazis stigmatisiert wurden auf diesem Bild, und anders als die Vertriebenen, die quasi in Kollektivhaftung genommen wurden für das, was Hitler getan hatte, sind Homosexuelle damals weitgehend unsichtbar. Es ist gefährlich, sich zu outen, klar zu sagen, dass man zu dieser Gruppe gehört. Und das hat auch mit dem Strafrecht zu tun, vor allem mit dem durch die Nazis noch erheblich verschärften Strafrecht. Insofern gibt es hier auch eine Verbindung zu der Frage, zu der konfliktreichen Frage, wie wollen wir die Homosexuellen in unserer Gesellschaft behandeln, zur Frage der Entnazifizierung. Muss auch das Strafrecht entnazifiziert werden?
Aber fangen wir an mit der Entnazifizierung. Denn Sie sehen, wie konflikthaft das werden konnte, wenn man ganz einfache Fragen stellte. Von wem wird erwartet man, entnazifiziert zu werden? Durch wen soll entnazifiziert werden? Und auf welche Weise soll entnazifiziert werden? Da ist dann die Einigkeit, dass man ja grundsätzlich einen Neuanfang machen müsse, nach den Verbrechen des Nationalsozialismus nicht mehr groß. Einig ist man, wie gesagt, noch bei den hochrangigen NS-Verbrechern. Aber was ist, wenn man größere Gruppen anspricht? Geht es womöglich um die Säuberung ganzer sozialer Eliten, der ganzen Beamtenschaft, weiterer Funktionseliten? Geht es um die Bestrafung von ganzen sozialen Gruppen wie den Oberschichten in Industrie und Landwirtschaft, weil man ihnen kollektiv attestiert, Unterstützer der Nazis gewesen zu sein? Das ist ja das, was die Sowjets mithilfe der Kommunisten, der deutschen Kommunisten in der sowjetischen Zone tatsächlich tun. Und die Debatten gibt es natürlich anfangs auch im Westen. Ja, wer entnazifiziert? Am Anfang nehmen die Besatzungsmächte das in allen Zonen in die Hand. Sie sehen ja die freundlichen uniformierten Herren hier im Hintergrund, die darüber wachen, dass jeder brav seinen Fragebogen ausfüllt. Und letzten Endes entscheiden erst einmal Offiziere der Besatzungsmächte, wer zum Beispiel entlassen wird, wessen Eigentum beschlagnahmt wird. Aber am Ende, früher oder später, das ist eine Entwicklung, die schon 1946 stark einsetzt, werden auch die Deutschen selbst daran beteiligt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie organisiert man dieses Zusammenwirken? Die Alliierten behalten oder versuchen, die Oberkontrolle zu behalten, aber es ist gar nicht so einfach, da es hier um ein massenhaftes Screening von Menschen geht, erweist sich auch die alliierte Bürokratie als häufig überfordert. Wie wird entnazifiziert? Ja, je nachdem, was man will. Will man auch Besitzverhältnisse ändern, dann kann Enteignung ein Thema sein. Die Enteignung gibt es übrigens nicht nur in der sowjetischen Zone. Sie wird anfangs auch von den Amerikanern, zumindest über Beschlagnahme von besitzbelasteter Personen, durchaus praktiziert, aber in der Regel ist das anders als in der späteren DDR dann nicht von Dauer. Selbst Krupp bekommt ja am Ende irgendwie sein Stahlimperium wieder. Macht man es durch Entlassung? Auch da sind die Amerikaner gar nicht so weit von den Sowjets entfernt, obwohl die Sowjets noch sehr viel mehr entlassen. Insbesondere der öffentliche Dienst ist betroffen, aber eben nicht nur. Die Verwaltung, der öffentliche Dienst, wird natürlich als Machtinstrument gesehen und zunächst sind die Alliierten sehr kritisch, dass ein hoher Grad der Beamten und Angestellten dieses Zweiges eben NSDAP-Mitglieder gewesen ist. Wie soll man das machen? Durch Einzelfallprüfung oder durch ein Kollektivkriterium? Zum Beispiel Parteimitgliedschaft. Reicht es aus, jemandem nachzuweisen, du warst in der NSDAP, du warst in der SA? Was sagt das aus? Sofort kommen die ganzen Debatten hoch. Ja, ja, aber ich musste und ich habe dann auch anderen Menschen geholfen und ich bin doch nicht deswegen ein Verbrecher wie Hitler. Also Sie sehen, das löst eine ganze Menge an Folgedebatten aus. Insbesondere dann, wenn Deutsche mitentscheiden. Nimmt man dann Rücksicht aufeinander? Löst man, oder wie soll man sagen, alte Rechnungen? Was kann da alles erwartet werden und passieren? Und wer entscheidet? Nur Bürokraten, Alliierte oder Deutsche? Gerichte? Die Richter sind ja auch häufig NS-belastet gewesen und vielleicht entlassen worden. Spruchkammern, das sind gerichtsähnliche, aber eben dann doch keine wirklichen Fachjuristenveranstaltungen gewesen oder auch Kommissionen aus Bürgern oder handverlesenen SED-Mitgliedern wie in der SPZ. Da gibt es viele Möglichkeiten. Insgesamt kann man vielleicht vier verschiedene Faktoren
unterscheiden. Der Nürnberger Prozess, wie gesagt, der ja dann durch die Amerikaner auch noch einige Folgeprozesse erhält, der kümmert sich um relativ prominente Fälle schwer belasteter Nationalsozialisten. Auch da gibt es gelegentlich Freisprüche, was natürlich auch zeigen soll, dass hier keine Kollektivjustiz geübt wird, sondern schon auch die individuelle Schuld geprüft werden soll. Die Schocktherapie hat vielleicht auch eine innere Entnazifizierung beabsichtigt. Sie kennen vielleicht diese relativ bekannten Bilder, wo alliierte Soldaten die Einwohner Weimars ins KZ Buchenwald und dessen Leichenberge hineintreiben, um sich das mal anzuschauen. Aber die beiden unteren Kästchen sind dann hier schon das Wichtigste. Die individuelle Verurteilung durch sogenannte Spruchkammern, die auch zu Berufsverboten führen können, also Bürgerrechte deutlich einschränken können, wenn man zu den höher belasteten Gruppen gehört in der Einstufung. Und in der SPZ gibt es das natürlich auch, aber darüber hinaus eine Kollektiventeignung der Oberschichten, die man hier anstrebt. Schauen wir uns mal die Westzonen an. Also in der US-Zone werden bis 1946 140.000 Menschen aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Auch eine bedeutende Zahl im Bereich der Privatwirtschaft verliert ihre Berufe, weil sie als NS-belastet von den Amerikanern bewertet werden. Und sogar Tausende von Unternehmen werden beschlagnahmt. Das ist etwas, woran wir uns heute eigentlich kaum erinnern, weil Enteignung oder Beschlagnahmung, das ist ja etwas, was die Sowjets machen. Aber sie machten es eben nicht allein. Die Briten und vor allem die Franzosen verhalten sich hier aber ganz anders. Sie sind sehr viel pragmatischer und gestatten sehr viel mehr Mitarbeit von Leuten, die in den beiden anderen Zonen vielleicht von Entlassung bedroht wären. Wenn Sie sich hier dieses Plakat ansehen, zeigt das ja auch die konflikthafte Diskussion in den späten 40er Jahren. Das ist dann hier ein Plakat der FDP, aber es gibt auch andere Parteien, die in diese Richtung gingen. Man empfindet die Entnazifizierung als Unterscheidung zwischen Bürgern erster und zweiter Klasse. Also etwas, was wir heute in ganz anderer Hinsicht diskutieren würden. Aber da spielt eben vor allem das Berufsverbot für frühere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes eine Rolle. Und Sie werden vielleicht wissen, dass ja erst nach Gründung der Bundesrepublik nicht nur diese Entnazifizierungsverfahren dann in ein Schlussgesetz überführt wurden, sondern dass es dann auch den Artikel 131 Grundgesetz gab, der dann wiederum eine gesetzliche Folgeregelung hatte, durch den vielen vorher wegen NS-Belastung Entlassenen die Rückkehr in den öffentlichen Dienst ermöglicht wurde. Also hier haben wir den bildlich versinnbildlichten Konflikt. Der 131 ist der Versuch, diesen Konflikt zu befrieden. Aber er gefällt natürlich auch nicht allen. Gerade die, die nicht nationalsozialistisch gehandelt und gedacht hatten, sehen die alten Nazis in ihre Machtpositionen zurückkehren durch eine solche Integrationspolitik. Das führt also zu neuen Konflikten in der westdeutschen Gesellschaft. Die Ostzone entlässt eben auch, da unten haben wir die Zahl von rund 520.000 Entlassenen bis 1949. Das ist sehr viel, also die schlagen noch sehr viel deutlicher zu als die Amerikaner. Aber sie verfolgen auch nicht nur das Ziel von Entnazifizierung. Sie verfolgen darüber hinaus das Ziel der politischen Umwälzung und der Machtsicherung für die Kommunisten und die daraus hervorgehende SED, die ja eine Partei von Kommunisten und Sozialdemokraten ist, nebenbei bemerkt auch eine Partei vieler ehemaliger Nationalsozialisten, dazu komme ich gleich noch, aber eben unter klarer kommunistischer Führung und Kontrolle. Wichtig ist, dass aber auch die Sowjets, die am radikalsten entnazifizieren, in Zusammenarbeit mit den deutschen Länderverwaltungen der sowjetischen Zone nicht einheitlich vorgehen.
Unterschiedliche Länder können unterschiedlich stark entnazifizieren. Thüringen agiert sehr viel milder als zum Beispiel Mecklenburg, was damit zu tun hat, dass Thüringen ein, wie soll man sagen, ein Nazinest gewesen ist. Da sind also fast alle Vertreter des öffentlichen Dienstes irgendwie belastet. Und man kann nicht alle entlassen, dann bricht sozusagen der Alltag zusammen. Auch da geht man also in der sowjetischen Zone pragmatisch vor, vor allem aber auch sektoral. Sie sehen, 80% aller Lehrer in Brandenburg verlieren zumindest zeitweise ihren Job. Aber im Gesundheitswesen ist man da sehr viel zurückhaltender. Und die Ärzte beispielsweise gehörten in ganz Deutschland zu den prozentual am schwersten belasteten Berufsgruppen. Da waren fast alle in der NSDAP organisiert und haben auch noch weitere Dinge gemacht. Stichwort Zwangssterilisation, Erbgesundheitsgutachten etc. Also das ist dann eine gewisse Relativierung dieses harten Durchgreifens. Nicht überall ist es hart. Deswegen finden sich später in der DDR auch noch Euthanasietäter und Täterinnen in der DDR-Ärzteschaft, die erst, ich glaube, die letzte sogar in den 80er Jahren noch angeklagt worden ist. Das hat man eben damals gnädig übersehen, weil man einfach die Expertise der Mediziner brauchte. Das ist eine Nachkriegssituation mit akuter Seuchengefahr. Ja, der Schlussstrich. Ich hatte ja auf das Entnazifizierungsschlussgesetz schon verwiesen, auch hier in Baden-Württemberg. Das ist ja auch eine Neuschöpfung nach Kriegsende gewesen oder geworden ist. Es war ja eigentlich ungewöhnlich, dass Baden und Württemberg sich zusammentun würden. Und ein kleines bisschen Preußen gab es hier unten ja auch noch bis dahin. Aber in diesem neuen baden-württembergischen Landtag feiert dann ein Sudetendeutscher, der Abgeordnete Mocker, der für eine ganz neue Partei, den BHE, vielleicht erinnert sich mancher noch, damals dort drin saß. Und der sagt dann, heute sind wohl alle befriedigt, dass die Entnazifizierung vorbei ist. Es ist interessant, dass er das unwidersprochen sagen kann. Ich habe mir das Protokoll angesehen, da gibt es keinen Protest. Also die nicken alle, nehme ich an. Und er verweist dann auch auf die damit verbundene wesentliche Beruhigung in der Bevölkerung. Das Bild rechts, da werden Sie vielleicht einige Personen auch erkennen. In der Mitte natürlich unser alter Häuptling Adenauer, der unverkennbar ist. Rechts neben ihm der damalige Vertriebenenführer Linus Kather, der auch hier in Baden-Württemberg durchaus Einfluss hatte. Aber der Mann rechts vorn ist eben hier der entscheidende Theodor Oberländer, der zweite Bundesvertriebenenminister, der als NS-belasteter BHE-Politiker im Grunde einen nicht-nationalsozialistischen Widerstandskämpfer mit katholischem Hintergrund ablöst. Der erste Vertriebenenminister Lukaschek hat unter Hitler gelitten. Und seinen Spitzenjob in der Verwaltung verloren, weil er nicht mitgemacht hat. Dieser Mann hat sehr mitgemacht und 1953 kommt es eben zu einer Koalition zwischen Adenauers Partei und der von Oberländer, die im Grunde auch die Integration der ehemaligen Nationalsozialisten, der geläuterten ehemaligen Nationalsozialisten symbolisiert. Denn das war der Unterschied. Es gibt auch einige Altnazis, die quasi so weitermachen wollten wie vorher. Sozialistische Reichspartei, Major Rehmer, ist ja damals auch unterwegs. Auch in der FDP gibt es den ex-nationalsozialistischen oder immer noch nationalsozialistischen Naumann-Kreis, wo die Alliierten selber einschreiten. Darum geht es nicht. Sowas wird unterbunden, nach Möglichkeit jedenfalls. Das hier sind die brav gewordenen ehemaligen Nazis, so wird uns zumindest erzählt, damit wir uns beruhigen. Und die DDR versucht, etwas Unruhe in diese Erzählung zu tragen, denn der Fall Oberländer, der ja am Ende dann große Wellen schlägt und auch zu seinem Rücktritt 1960 führt, wird ja vor allem aus dem Osten mit Material befeuert. Und das ist erst der Anfang.
Ja, die Reintegration vieler Ex-Nazis findet aber nicht nur im BHE oder in der CDU statt, die den BHE am Ende überwiegend schluckt, sondern auch an ganz ungewohnter Stelle. Denn auch die SPD ist eine Partei, die sich für ehemalige Nationalsozialisten, vor allem Jüngere, öffnet und die deswegen auch Rücksicht nimmt bei vergangenheitspolitischen Themen. Da kann man nicht einfach mal so daherreden und die Widerstandskämpfer wie Willy Brandt allzu sehr herausstellen. Das lernen dann auch Brandt und Wenzel Jaksch in einer Parteivorstandssitzung noch in den 60er Jahren, dass dann andere da gar nicht so heiß drauf sind. Andere mit NSDAP-Hintergrund wie Jockel Fuchs, der spätere Mainzer Oberbürgermeister, den wir dann immer im Karnevalsfernsehen erleben durften. Und als Kind habe ich das zumindest erlebt. Oder eben auch Herbert Wehner, der eine eigene Vergangenheit hatte. Keine Nazi-Vergangenheit, aber eine eigene, die er auch nicht so gerne thematisiert sehen wollte. Also die SPD hat mit unterschiedlichen Gruppen ihrer Mitgliedschaft die Konflikte auch intern auszuhalten gehabt. Und ähnlich ist es eigentlich, ohne dass man sich das so wirklich klar gemacht hat lange, auch bei der SED. Denn wenn 27% der SED-Mitglieder Mitte der 50er Jahre ehemalige NSDAP-Leute waren, dann ist das schon beträchtlich. Und das zu einer Zeit, wo man überzeugte ehemalige Sozialdemokraten aus dieser Partei rauswirft. Also offensichtlich funktionieren ehemalige NSDAP-Mitglieder auch ganz gut als Mitläufer der nächsten Diktatur. Hat das bei uns, so könnte man weiterfragen, dann auch funktioniert? Waren sie wenigstens dann irgendwann gute Mitläufer der Demokratie? Jedenfalls werfen sich beide Seiten dann gegenseitig vor. Ihr habt viel zu viele Nazis in euren Reihen. Ich will das jetzt nicht vertiefen, können wir gerne in der Diskussion noch mal drauf kommen. Der zweite Punkt wäre dann Vertriebenenintegration. Ich habe diese starken Bevölkerungsanteile eingangs schon erwähnt. Fast ein Viertel der Bevölkerung in der DDR, nicht ganz so viele im Westen. Also eine beträchtliche Gruppe, eine Gruppe, die auch überwiegend fast alles verloren hatte, die in vieler Hinsicht einen Neustart organisiert bekommen oder selbst organisieren muss. Das führt natürlich zu Konflikten, insbesondere zu kulturellen Konflikten und sozialen Konflikten. Die sozialen Konflikte lassen sich vielleicht als Verteilungskonflikte beschreiben. Ja, das ist etwas zynisch, diese Karikatur, aber ich habe selbst sowjetzionale Quellen aus den 40er Jahren gesehen, die machen einem deutlich, dass die Realität manchmal nicht weit davon entfernt war, von der Hundehütte und auch von dem arroganten Umgang der Besitzer mit den ihnen zwangszugewiesenen neuen Mieter. Die sozialen Konflikte sind in der Regel gerade in den frühen Nachkriegsjahren Verteilungskonflikte. Nahrung ist knapp, wir haben Hungerjahre nach Kriegsende. Auch Brennmaterial, alles was zur Versorgung im Alltag gehört, aber auch Arbeit und vor allem Wohnraum. Es ist nicht so, dass jeder gar nichts hätte oder dass alle den gleichen Wohnraum gehabt hätten, aber niemand gibt gern ab. Und dann werden alle möglichen sozialen Kontakte mobilisiert, um das bei sich selbst zu verhindern oder die Leute schnell wieder loszuwerden. Es kommen aber auch kulturelle Konflikte hinzu. Die Vertriebenen gelten für viele nicht als Deutsche, sondern als Fremde. Polacken, Zigeuner. Wie reden die denn? Wie riechen die denn? Also es wird auch anders gekocht. Gerade hier Volkskundler aus Württemberg haben das sehr gut erforscht, dass man auch an solchen kulturellen Unterschieden Abgrenzung festgemacht hat. Und die Ostdenkschrift der EKD, die Sie ja, glaube ich, alle vor allem wegen ihrer Befürwortung einer neuen Ostpolitik gegenüber Polen mitsamt Grenzanerkennung kennen werden, hat eben auch einiges Kritische zu diesen
sehr, sehr fiesen alltäglichen Gründungskonflikten der, in diesem Falle westdeutschen, Nachkriegsgesellschaft gesagt, menschliche Erniedrigung, mangelnde gesellschaftliche Aufnahme und Anerkennung, Trauma. Das sind Dinge, die sie aber für die SPZ-DDR ganz genauso im Umgang der Mehrheit mit dieser Minderheit zeigen können. Ja, was macht man dann, um den Leuten einen Neuanfang zu ermöglichen? In der SPZ und später auch noch in der SED-Propaganda der DDR wird vor allem die Bodenreform als ganz große Integrationsmaßnahme für die Vertriebenen gefeiert. Und tatsächlich sind 1949 fast die Hälfte aller sogenannten Neubauern Vertriebene. Das ist ja überproportional zu dem Viertel der Bevölkerung, das sie darstellten. Wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, die Bodenreform beginnt ja schon Ende 1945, dass die Anteile am Anfang deutlich niedriger liegen. Das heißt, das beste Land wurde nach Möglichkeit natürlich nicht den Vertriebenen überlassen, sondern da liefen einheimische Verteilungsnetzwerke. Die Vertriebenen rutschen oft in aufgegebene, also quasi gescheiterte Betriebe hinein und können sie auch nicht alle selbst halten. Wir haben dann etwas über 90.000 sogenannte Umsiedlerneubauern. Aber Sie sehen ja selbst, bei rund 4,3 Millionen Vertriebenen ist das eine minimale Zahl, vielleicht 2,5%. Insofern ist das nicht die Lösung des Integrationsproblems gewesen. Auch die Betriebe sind viel zu klein, um wirtschaftlich nachhaltig sein zu können. Da ist die Kollektivierung der 50er Jahre quasi schon vorprogrammiert. Ja, im Westen haben wir andere Konflikte. Die Landverteilungskonflikte des Ostens gibt es hier nicht. Es wird auch hier gelegentlich Bodenreform gefordert. Auch hier gibt es riesige Großgrundbesitzer, die noch in Schlössern leben und auch reiche Bauern. Aber es passiert eigentlich nichts. Wenn überhaupt Land umverteilt wird, muss dafür bezahlt werden, beziehungsweise eine komplizierte Entschädigungsregelung gefunden werden. Es gibt Bodenreformgesetzversuche in der britischen Zone vor allem, die am Ende auch nicht zum Tragen kommen. Also diesen Weg will die Mehrheit hier nicht. Man hat Angst vor weitergehender Umverteilung des eigenen Privatbesitzes. Stattdessen fokussiert sich im Westen alles auf das Stichwort Lastenausgleich. Auch das ist ja Umverteilung. Auch hier gibt es im Zuge des Kalten Krieges Ängste, dass man damit den Sozialismus auch in Westdeutschland steigern könnte. Die Amerikaner stoppen da deswegen 1948/49 sogar das Soforthilfegesetz für den Lastenausgleich, weil sie diese Sozialismusfurcht haben. Also da dreht sich auch etwas. Aber am Ende wird eigentlich relativ wenig umverteilt, nur Vermögenszuwächse. Es gibt auch nur eine begrenzte Teilentschädigung, die auch noch abschmilzt, je größer das Vermögen war. Also die Umverteilungspanik, die Lastenausgleichsdebatte und die Konflikte darum kennzeichnet, ist eigentlich unberechtigt. Hier können Sie noch mal sehen, ohne dass ich das jetzt im Einzelnen erläutern will, dass bestimmte Maßnahmen in der sowjetischen Zone eigentlich etwas früher greifen, dass aber gerade dann, als es in Westdeutschland langsam zur Lastenausgleichsgesetzgebung kommt, eigentlich im Osten nicht mehr richtig weitergeht. Da gibt es zwar noch mal ein kurzfristiges Umsiedlergesetz, das man auch als Antwort auf das Soforthilfegesetz verstehen muss, aber 1952/53 blockt die SED-Diktatur weitere spezielle Hilfen für Vertriebene ab. Da gibt es dann nichts mehr, während im Westen erst durchgestartet wird. Und wenn man Methoden, die jeweils gewählt werden, vergleicht, auch das kann ich Ihnen jetzt hier nicht im Einzelnen erläutern, aber achten Sie nur auf bestimmte Begriffe. Nein, das will es nicht, aber egal. Sie sehen das hier, ich habe es kursiv gesetzt, Entschädigungen gibt es zum Beispiel im Lastenausgleich. Verschiedene Formen der Entschädigung, die gibt es
unter den Ostmaßnahmen nicht. Kredite gibt es in beiden Politiken. Der Osten fokussiert sich je länger, desto mehr auch darauf. Man hat kein Geld, das man den Vertriebenen einfach verschenken könnte, weil man ja den Großbesitz schon enteignet und anderweitig umverteilt hat. Und man greift eigentlich heimlich auf die Sparguthaben der einheimischen Bevölkerung zurück. Das macht die Rückzahlungsfrage auch sehr heikel. Irgendwann muss das Geld wieder da sein. Und dann gibt es noch einige andere Dinge, die vor allem aber immer für bestimmte Berufsgruppen der Vertriebenen in der DDR gedacht sind oder für die vertriebenen Jugend. Das heißt, hier setzt man gezielt auf Werktätigenförderung. Gerade die Alten, die hier im Westen eine Kriegsschadenrente beantragen können, also eine Sonderrente, die auch ihre Verluste und ihre Lebensleistung anerkennt, die gehen hier völlig leer aus in der DDR. Und das führt uns eigentlich dann schon zu dem Thema, dass es auch innerhalb der vertriebenen Gruppe Generationenkonflikte gibt. Oh, da ist ein K zu viel, Entschuldigung. Das passiert dann, wenn man im Zug noch schreibt oder so. Aber die alten Menschen werden eben von der Sozialpolitik überwiegend nicht adressiert. Das passiert auch im Westen viel zu spät. Die große Rentenreform Adenauers kommt ja erst 1957, 58. Da sind viele dieser ersten Generation schon tot oder so gut wie tot. Und im Grunde ist diese schöne Erzählung, dass wir eigentlich eine am Ende gelungene Integration der Vertriebenen erlebt hätten, vor allem eine Erzählung der Jungen, der zweiten und dritten Generation, worauf der Volkskundler Albrecht Lehmann auch vor einigen Jahrzehnten schon sehr gut hingewiesen hat. Er spricht sogar von Integrationsideologie, weil die ganzen Verletzungen und Konflikte, die es anfangs gegeben hat, mit solchen Stories zugedeckt werden, ja, einfach harmonisiert werden. Es gibt dann, das wissen Sie, ich will das hier nur ganz kurz antippen, natürlich auch Konflikte um die Grenzanerkennung. Im einen Fall dauern die lange, weil die Bundesrepublik dann eben doch eine plurale Demokratie ist. Es können auch vertriebenen Interessen zur Geltung gebracht werden. Und die vertriebenen Verbände, die sich hier gründen können, die in der ersten Generation ziemlich stark von ehemaligen Nazis geführt werden, aber okay, darauf will ich jetzt auch nicht weiter eingehen. Sonst sitzen wir morgen noch hier. Diese vertriebenen Verbände postulieren natürlich auch die Aufrechterhaltung des Rechts auf die alte Heimat. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen sogar noch an diesen Konflikt, als Helmut Kohl Kanzler war, Schlesien bleibt unser, von 1985. Das war ja nur wenige Jahre vor dem 2+4-Vertrag, wo die Dinge dann endgültig geregelt wurden. Aber die vertriebenen Verbände standen hier sehr auf der Bremse und haben damit ein Minderheitsvotum öffentlich gemacht, aber konnten das in einer Demokratie eben auch. Im Osten wird das schon 1950 mit dem Görlitzer Vertrag beerdigt. Da treffen sich dann zwei Kommunisten aus der DDR und aus Polen und akzeptieren die neue Nachkriegsgrenze, um bessere wirtschaftliche Kontakte aufbauen zu können. Die Vertriebenen fragt da niemand. Der Deutsche Bundestag in Bonn protestiert gegen diesen Vertrag damals, fast einstimmig. Nur die KPD ist dagegen, erwartbar. Aber auch in der DDR gibt es geheime Meinungsumfragen der SED noch in den 60er Jahren, wo deutlich wird, fast ein Viertel der Bevölkerung akzeptiert die Grenze immer noch nicht. Man weiß nicht, wer dieses Viertel war, aber man könnte gewisse Vermutungen haben. Ja, beim dritten und letzten Thema kann man zunächst auch nach Kontinuitäten fragen. Es gibt ja beim gesellschaftlichen Umgang mit Homosexualität in Deutschland erhebliche Kontinuitäten. Wir haben starke homosexuellenfeindliche Skandalisierungen in deutschen Öffentlichkeiten, sowohl im späten Kaiserreich. Das ist die sogenannte Eulenburg-Affäre, vielleicht haben Sie davon schon gehört.
also ein enger Freund des deutschen Kaisers, der deswegen ja hier auch sozusagen im Damenkleid porträtiert wird oder karikiert wird, geriet ins Zentrum dieses Presseskandals und dann auch Gerichtsskandals. Und der zweite Skandal betrifft Hitlers Dudesfreund Ernst Röhm, den Sie rechts vorne hier sehen, mit seinem damaligen Untergebenen und späteren Mitmörder Heinrich Himmler. Und das sind dann auch die zwei Seiten des frühen Nationalsozialismus. Röhm war selbst ungewollt offen homosexuell. Eigentlich hat er das auch geheim gehalten, aber er wird irgendwann von politischen Gegnern in der Weimarer Zeit geoutet. Danach ist es ihm dann auch egal. Hitler toleriert das. Himmler ist ein Vertreter der extrem homophoben Nationalsozialisten, der also die Homosexualität massiv bekämpft. Und er wird dann ja Chef der deutschen Polizei nach der Beseitigung Röhms und ist damit eine wesentliche Triebkraft der NS-Homosexuellenverfolgung, wo in knapp 10-12 Jahren 50.000 Menschen allein durch die Strafjustiz verurteilt werden. Also das ist etwas, was es vorher weder im Kaiserreich noch in Weimar in der Zahl je gegeben hat. Das Interessante ist aber, dass die Bundesrepublik dieselben Zahlen erreicht in den ersten 20 Jahren. Und das auch dadurch, dass sie im Grunde am von den Nazis verschärften Paragraphen 175 und 175a festhält. Das ist das homosexuellen Strafrecht. Die Bundesrepublik ändert nichts, obwohl gewichtige Personen wie Fritz Bauer, den Sie wahrscheinlich aus anderen Zusammenhängen kennen, den berühmten Generalstaatsanwalt, der ja auch mit dem Auschwitz-Prozess und mit Eichmann zu tun hatte, ein NS-verfolgter jüdischer Sozialdemokrat, der fokussiert gerade in der Debatte des Juristentags 1951 auf die Entnazifizierung des Strafrechts, auch gerade bei dem homosexuellen Paragraphen. Und das Interessante ist, die Mehrheit der versammelten Juristen auf diesem Juristentag will das auch. Aber es passiert nicht. Es bleibt, wie es ist. Und hier sehen Sie ja im Grunde die Verfolgungszahlen, diese hohe rote Kurve ist die NS-Kurve, Ende der 30er Jahre. Da sehen Sie auch, wie stark sich das von der Verfolgung vorher unterscheidet. Und die bundesrepublikanische Kurve ist nicht ganz so hoch, aber eben auch viel stärker als etwa die Weimarer. Und das deutet dann doch auf gewisse Kontinuitäten hin, nicht nur im Strafrecht, sondern auch in der homosexuellen feindlichen Grundgesinnung. Wobei wir eben sagen müssen, diese Verfolgung geht nur zum Teil von ehemaligen Nazis weiterhin aus. Wir haben ja in der Tat dann das Problem, dass Teile der Polizei, vor allem der Kriminalpolizei und auch Teile der Justiz, nach der partiell wieder rückgängig gemachten Westentnazifizierung von NS-Personal weiterhin geprägt sind. Und teilweise treffen homosexuelle Angeklagte dieselben Richter oder Staatsanwälte im Gerichtssaal wieder. Also das ist schon schwierig. Aber es sind eben nicht nur die alten Nazis, sondern eben vor allem auch solche Vertreter des gar nicht mal so wirklich nationalsozialistisch gewesenen Katholizismus in Deutschland, die das weiter prägen. Also der berühmte Herr Würmeling, der ja sprichwörtlich geworden ist wegen seines Eisenbahnpasses für kinderreiche Familien, der plädiert als Bundesminister im Adenauer-Kabinett noch 1962 für die Beibehaltung des Nazi-Strafrechts in diesem Punkt. Und auch die katholische Kirche ist damals in dieser Richtung aktiv. Der eigentlich so sympathisch erinnerte Kardinal Frings vom Fringsen, also dem Kohlenklau in der kalten Winterzeit der Nachkriegsjahre, eigentlich so richtig populär geworden. Er hat das ja dann irgendwie als als Mundraub und Notfall zu rechtfertigen versucht. Derselbe Kardinal ist auch der Schutzherr
katholische Organisationen, die ganz massiv gegen Homosexuelle hetzen und auch an diesen Paragraphen festhalten. Also das ist insofern eine andere Kontinuität, die eher auf Kaiserreich und Weimar zurückgeht als vielleicht in die NS-Zeit. In der DDR sieht es ein bisschen anders aus. Hier gibt es eine partielle NS-Kontinuität. Erstens mal hat die DDR ja weniger Ex-Nazis in den Verfolgerapparaten. Das ist vielleicht auch nicht uninteressant. Da hat die Entnazifizierung ja doch zu einem größeren Personaltausch geführt. Ob das jetzt aber unbedingt dazu führte, dass die DDR-Juristen und Polizisten weniger homophob waren, da darf man Zweifel haben. Es gibt auch eine Homophobie von links. Und das erlebt dieser Herr auf der DDR-Briefmarke dann auch am eigenen Leib. Das ist Max Fechner, ein ehemaliger Sozialdemokrat, der dann in die SED-Führung aufsteigt und da auch bleibt. Also im Grunde auch an der Errichtung der Diktatur mitschuldig wird. Er ist auch der erste DDR-Justizminister. Und da hat ja allein schon der Titel, wie soll man sagen, etwas Ironisches. Aber er wird dann eben auch Opfer der Diktatur, die er vorher mit aufgebaut hat. Er ist ja jemand, der die protestierenden Arbeiter am 17. Juni in Schutz nimmt. Und das verzeihen ihm die Leute um Ulbricht nicht. Und dann findet man, wenn man denn sucht, auch andere Dinge, zum Beispiel homosexuelle Handlungen, die dann bei ihm auch kriminalisiert werden. Also er geht für mehrere Jahre ins Zuchthaus und wird dann erst später rehabilitiert. Aber wie gesagt, das muss ich vielleicht doch noch sagen, hier wird eben dieser Paragraph 175 auf seinen Weimarer Inhalt zurückgeführt in der DDR. Also die machen wenigstens teilweise, nicht bei dem anderen Ergänzungsparagraphen, aber bei dem Hauptparagraphen das, was Fritz Bauer im Westen vergeblich gefordert hat, nämlich Entnazifizierung des Strafrechts. Ja, das würde ich Ihnen auch noch gerne erzählen, aber das machen wir in der Diskussion. Und insofern komme ich dann eigentlich hier nur noch auf den abschließenden Hinweis, dass es in beiden deutschen Staaten bis 1968/69 gedauert hat, bis die letzten konkreten Spuren des Nazi-Strafrechts gegen Homosexuelle verschwunden sind. Also das ist in der DDR, wie gesagt, nur die Hälfte des Strafrechts gewesen, aber die hat man auch in den 60er Jahren noch angewendet. In der Bundesrepublik war es das Gesamte, waren es alle Bestimmungen, die noch auf die Fassung von 1935 zurückgingen. Und insofern haben wir hier ganz seltsame Reformer. Eine der schlimmsten SED-Juristinnen, die man sich überhaupt vorstellen kann, die berühmte Rote Hilde, die Sie hier mit dem Parteiführer Ulbricht sehen, die aber in diesem Fall homosexuellen Strafrecht liberalisiert. Das ging auch. Und Gustav Heinemann ist Ihnen sicher etwas präsenter, der eben damals nicht als Bundespräsident agierte. Den haben wir ja hier, glaube ich, auch als Präsidenten in der Ausstellung, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, sondern hier eben noch als Bundesjustizminister. Beide amtieren nicht mehr, als die Reform dann von ihren Nachfolgern umgesetzt wird, aber sie sind eigentlich wichtig für den Anstoß dieser Reform. Ja, ich komme dann zum Schluss. Was lernen wir aus diesen Gründungskonflikten? Man sieht, dass einige Dinge zunächst ähnlich gelöst worden zu sein scheinen, wenn man sich die Entnazifizierung anschaut. Vor allem gibt es Vergleichbarkeiten zwischen US-Politik und sowjetischer Politik in den frühen Jahren nach 1945, die einem dann 1949 schon als relativ unwahrscheinlich erschienen wären. Aber im Grunde gehen die Dinge dann doch auseinander. Im Westen werden Massenentlassungen spätestens in den 50er Jahren mit Hilfe des Artikels 131
wieder rückgängig gemacht. Man bekommt vielleicht nicht seine alte Stelle, aber man findet wieder hinein in den öffentlichen Dienst. Das Bundesvertriebenenministerium ist dann ja als späte Gründung auch ein beliebter Unterschlupf für bis dahin nicht eingestellte Beamte geworden. Die Eingriffe in Großeigentum bleiben eigentlich dann nur in der DDR von Dauer. Das ist ja dann auch ein Thema, soll die Bodenreform rückgängig gemacht werden nach 1990? Da sehen Sie, dass das nachhaltig gewesen ist, im Westen eher nicht. Mit Ausnahme der Hauptkriegsverbrecher, deren Besitz natürlich enteignet blieb. Ja, bei der vertriebenen Integration haben wir im Westen einen Zusammenhang zwischen Demokratie, demokratischem System und einer langfristigen Gruppensozialpolitik. Man sieht, dass in einem Mehrparteiensystem die Vertriebenen letzten Endes nicht völlig übergangen werden konnten. Sie setzen zusammen mit verbündeten Kräften, vor allem in den Volksparteien, den Lastenausgleich in den 50er Jahren durch, der ihnen anfangs auch im Westen ja nicht geschenkt wird. Das sind sehr heftige Konflikte. Gerade der erste Bundesfinanzminister Fritz Schäffer von der CSU war ein hartnäckiger Gegner. Und in der DDR haben wir offensichtlich einen Zusammenhang zwischen Diktatur und diesem raschen Abbrechen besonderer Gruppenförderung in der Sozialpolitik. Also das sind dann doch Systemfragen, die die Gründungskonflikte in diesem Fall in eine ganz andere Richtung gebracht haben. Ähnlich in der Grenzfrage. Langes Offenhalten im Westen, obwohl man das zunehmend auch als heuchlerisch verstehen konnte, denn niemand glaubte mehr daran, dass Schlesien oder was auch immer zurückkommen würde. Aber in der DDR gibt es eben einen raschen, harten Schnitt, schon 1950. Und auch die Gruppenidentitäten sind ja unterschiedlich. In der DDR versucht man, sie zu unterdrücken. Das klappt nicht so richtig, aber die öffentliche Präsenz ist einfach eingeschränkt. In dem Falle kommen die Umsiedler in der DDR, wie man die Vertriebenen dort nannte, manchmal in die Nachbarschaft der Homosexuellen, die eben auch nur eingeschränkt sichtbar werden konnten vor den Entwicklungen dann der 70er Jahre, wo dann selbstbewusste Bewegungen von Männern und Frauen dann auch entstanden sind. Ja, und hier haben wir eine homophobe Grundstimmung in beiden Gesellschaften. Die Mehrheit auch der einfachen Männer, die soziologisch befragt wurden um 1950, bewerten Homosexualität nicht als natürlich, sondern als Laster oder als Krankheit. Da können Sie sich aussuchen, was noch günstiger war. Aber das ist natürlich keine überwältigend freundliche Grundeinstellung. Den Rest hatten wir geschildert, die Kontinuitäten des Strafrechts voll oder partiell und die massive Strafverfolgung im Westen, die in der DDR, obwohl es eine Diktatur war, merkwürdigerweise keine vergleichbaren hohen Zahlen generiert zu haben scheint. Also da ist witzigerweise die linke Diktatur wirklich einmal liberaler, in Anführungsstrichen. Das verwundert mich heute noch. Ja, Sie sehen, viele Fragen bleiben offen. Man kann leider auch nicht alles vertiefend behandeln. Ich hoffe Ihnen aber mit den drei Beispielen und dem Versuch, hier einigermaßen frei zu sprechen, auch einiges Interessantes gezeigt zu haben, auch Querverbindungen zwischen diesen drei Beispielen, die immer einmal wieder aufscheinen. Und zumindest wird deutlich, es lohnt sich ein vergleichender Blick auf beide Teile Deutschlands. Wenn wir also jetzt 75 Jahre feiern, sollten wir nicht nur die Bundesrepublik betrachten, auch wenn wir hier natürlich tief im Südwesten sind, aber die DDR gehört eben schon für die Frage, wie tickt denn eigentlich unser vereinigtes Deutschland heute, unabdingbar immer mit in den Blick. Und zum anderen zeigt es vielleicht, dass es auch lohnend ist, die Anfänge unserer doppelten Staatlichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg
unter dem Stichwort von Konflikten einmal ernst zu nehmen und dann im Grunde mühsam die Frage zu beantworten, zu versuchen, wie kommt es denn, dass angesichts so vieler heftiger Konflikte und der Kanzler der Alliierten kam eingangs noch dazu, eigentlich zumindest die westdeutsche Demokratie im Großen und Ganzen so erfolgreich geworden ist. Das wäre spannend, aber das ist ein Thema, das ich Ihnen heute nicht mehr beantworten werde. Alles Weitere machen wir dann in einem hoffentlich munteren Austausch miteinander. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus